Ich zeige euch hier im dritten Teil der Hasendame Lady Häckel Anleitung, wie ihr diese süße Blume am Ohr der Lady häkeln könnt. Es ist eine sehr einfache Arbeit und daher auch ausgesprochen gut für Anfänger geeignet. Die einzigen Voraussetzungen, die ihr können müsst, sind Luftmaschen und im Prinzip Stäbchen. Aus nichts anderem besteht diese Anleitung. Also wirklich ganz eine einfache und auch relativ schnelle Arbeit. Was für ein Material verwende ich für diese Hasendame? Ich verwende zwei verschiedene farbige Baumwollgarne. Einmal ein dunkleres Rosa für diese Innenseite der Blume und einmal ein helleres, schimmerndes Rosa von dieser Limone. Ein ganz besonders schönes Garn. Ich habe mich richtig verliebt in dieses Garn, eben wegen diesem angenehmen Schimmer. Ich habe auch die gleiche Farbe schon bei meiner Hasendame verwendet für die Pfotenspitzen, Ohrenspitzen, Nase und Halskette. Ihr könnt auch eine ganz andere Farbe verwenden, aber irgendwie finde ich diese Farb-in-Farb-Kombination ganz besonders reizvoll. Was benötigt ihr noch? Ihr benötigt eine Schere, eine Häkelnadel der Stärke 3, dieselbe Häkelnadel, mit der wir schon unsere Lady gehäkelt haben. Und ihr benötigt noch eine Stopfnadel, um dann die Blume am Kopf von unserer Hasendame festzuhäkeln. Dann können wir auch schon mit der Hasendame beginnen. Wir starten mit dem rosaroten Garn und machen einfach eine Schlaufe wie zum Anfang. Macht 4 Luftmaschen, 1, 2, 3 und 4. Jetzt stecht ihr mit eurer Nadel in die erste, wo euer Anfangsfaden ist, in die erste Luftmasche hinein, holt euch den Faden, der vom Zeigefinger kommt, macht eine Kettmasche. Das bedeutet, ihr nehmt den Faden nicht wie jetzt bei der festen Masche, dass ihr den Faden holt, sondern fahrt mit dem gleichen Faden noch einmal durch die Masche durch. Jetzt erhaltet ihr hier so einen Ring. Ich versuche ihn ein bisschen auseinanderzuziehen, dann seht ihr ihn besser. Hier ist dieser Ring drinnen. In diesen Ring hinein machen wir jetzt einige ganze Stäbchen. Ich zeige euch ganz genau, wie ihr diese Stäbchen machen müsst. Wichtig ist dabei, dass ihr auch genau 12 ganze Stäbchen macht. Ich möchte diesen Faden hier nicht vernähen, darum nehme ich ihn mit. Ich lege ihn einmal hier um die Nadel herum, hole dann den Faden für das erste Stäbchen, fahre in den Kreis und habe jetzt 3 solche Schlaufen auf meiner Nadel. Ich hole es näher heran. So, ihr habt jetzt hier 3 solche Schlaufen, nehmt den Faden und fahrt durch die ersten beiden Schlaufen und noch einmal Faden holen durch die nächsten beiden Schlaufen. Das war jetzt ein Stäbchen. Ich zeige es noch einmal langsam. Ihr holt den Faden, stecht in den Kreis hinein. So, zieht den Faden durch die ersten beiden und durch die nächsten beiden. Zweites Stäbchen. Das Ganze macht ihr, bis ihr jetzt 16 Stäbchen habt. Immer durch die ersten beiden Schlaufen, durch die nächsten beiden Schlaufen. Wenn ihr eure 16 Stäbchen hineingehäkelt habt, und ich weiß, es ist am Ende jetzt wirklich ganz extrem eng. So. Dann erhaltet ihr so einen Kreis
und stecht in die Schlaufe vom ersten Stäbchen hinein. Ja? Von euren ersten Stäbchen, wenn ihr nachzählt, 1, 2, 3 und macht eine Kettmasche. Jetzt habt ihr hier so einen ganz einen schönen Kreis. Wie gehen wir weiter vor? Ich mache die Wolle ein bisschen leichter so. Also, ihr macht jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. 4 Luftmaschen. Und jetzt, damit ihr es richtig seht, stecht ihr nicht in diese nächste Masche aus, sondern die lasst ihr frei. Ihr geht in die nächste hinein, so, und macht 4 Luftmaschen wieder. 1, 2, 3, 4. Ihr seht, dann erhaltet ihr hier so eine Schlaufe. Ihr lasst wieder eine Masche frei und stecht in die nächste hinein. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Eine auslassen, nächste. 1, 2, 3, 4. Eine auslassen, nächste. 1, 2, 3, 4. Eine auslassen, nächste. 1, 2, 3, 4. Und das macht ihr über die ganze Runde. Eine auslassen. Nächste. Und dann stecht ihr hier in diese erste hinein und macht eine Kettmasche. Ihr seht jetzt, ihr habt hier wie so eine Blume einen Kreis innen mit euren ganzen Stäbchen und eure Bögen mit den Luftmaschen. Jetzt schneidet ihr euren Faden ab, so dass ihr hier hinten noch ein Stück dran habt. Und nehmt das hellere Rosa zur Hand. So. Macht eine Kettmasche mit dem Rosa. Und jetzt, wie gesagt, ich bin ein Nähmuffel. Soweit dürfte das schon bekannt sein. Nehme ich den rosaroten und den dunkelrosaroten Faden und mache ein Stäbchen. Und zwar hole ich den Faden, gehe in diesen ersten Bogen hinein und mache hier ein Stäbchen hinein. Dasselbe noch einmal. Ich lasse jetzt diese beiden Farben wieder den Bogen entlang mitlaufen. Ein Stäbchen. Insgesamt machen wir jetzt 12 Stäbchen hinein. Das heißt, 2 haben wir schon, fehlen noch 10. 3 Stäbchen. 4. 5. 12 Stäbchen. Jetzt kommt das Einzige, wo ihr wirklich
wirklich aufpassen müsst, denn wenn ihr hier einen Fehler macht, dann bekommt ihr die Blume nicht hin. Also, wir haben jetzt im ersten Bogen 12 Stäbchen. Und jetzt könnte man glauben, wir gehen in diesen Bogen, in den nächsten Bogen hinein. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen größer, dass wir hier hineingehen in diesen Bogen. Ja, das machen wir aber nicht. Nein, wir nehmen diesen Teil der Blume. Ja, seht ihr diesen Teil? Das ist diese vier Luftmaschen, dieser erste Teil. Hier ist unser erster Bogen. Ja? Hier haben wir 12 Stäbchen und in diesen Teil machen wir noch einmal 12 Stäbchen hinein. Das bedeutet, ihr fahrt hier in diesen Teil herein und holt euch eure 12 Stäbchen. So. Ihr seht, ich lege, weil es einfacher ist, die Blume dann so zusammen und mache jetzt hier 12 Stäbchen. Wenn ihr dann eure 12 Stäbchen habt, zeige ich euch noch den letzten Schritt sozusagen, wo noch einmal ein Fehler passieren kann. Ab dann wiederholt es sich einfach nur für die ganze Runde. So. Okay, ihr seht jetzt, wie es aussieht. Das ist jetzt euer erster Bogen. Ja? Und hier habt ihr jetzt die ersten 12 Stäbchen hineingehäkelt. Wenn ihr es umdreht, seht ihr es ein bisschen besser. Und den restlichen Bogen hier nach unten weiter Richtung Teller habt ihr noch einmal 12 Stäbchen hineingemacht. Wenn ihr euch verzählen solltet, kein Problem, dreht es um und zählt einfach nochmal nach. Jetzt geht es hier in diesen Bogen weiter, ja? In diesen Bogen, den ich euch zuvor gezeigt habe. Das heißt, ich mache jetzt wieder die Lasche groß, das war unser Teller und das sieht jetzt folgendermaßen aus. So, wenn ihr das seht, unsere ersten 12 Stäbchen, dann die Brücke herunter, immer diese Brücke, sind hier die 12 Stäbchen und jetzt geht es mit diesem Bogen wieder weiter, hier hinten. Dazu müsst ihr einfach eure Stäbchen ein bisschen auf die Seite geben. Wenn ihr dann hier diese 12 Stäbchen drinnen habt, geht ihr wieder hier herunter in diese Brücke, macht hier 12 Stäbchen. Wieder hier 12 Stäbchen, wieder hier 12 Stäbchen und dann hier. Also immer zuerst den Bogen, dann die Brücke. Den Bogen, dann die Brücke, bis ihr die ganze Runde beendet habt. So. Und ihr seht auch schon, dass sich dann dieses Muster allmählich abhebt. Wenn ihr eure Blume dann fertig gehäkelt habt, braucht ihr sie nur noch hier am Kopf befestigen. Ihr seht also, dass diese Blume wirklich eine ganz, ganz eine einfache Arbeit ist,
und eigentlich auch eine recht schnelle. Ich hoffe, dass euch diese Anleitung gefallen hat und würde mich auch wirklich über ein paar Feedbacks von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.